Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, wir sind hier dabei, oder ich bin dabei, ein elektrisches Tor zu bauen. Das heißt, eine Luftschleuse oder auch Airlock genannt. Und im Hintergrund seht ihr ja meine perfekte Kugel, die ich hier gebaut habe. Und wir fangen jetzt mal an. Und was wir dafür brauchen, sind erstmal zwei Tore. Bedeutet, ich muss mir die natürlich erstmal raussuchen. So, dann bauen wir eins hier hin und eins hier hin, weil da soll letztendlich das Tor entsprechend hin. So, dann das zweite Tor oben drauf. Wechseln wir bei mir mit Q auf das Kabel und tun natürlich bestätigen. Legen das hier auf das Tor, dann wieder zurück auf das Tor, dasselbe hier auch. Wir wechseln einfach auf das Kabel und schließen uns hier an dem vorderen Kontakt von dem Tor an. Danach brauchen wir eigentlich schon nicht mehr allzu viel tun für den Anfang. Moment. Dann nehmen wir das Tor hier wieder weg und das hier können wir auch schon wieder wegnehmen. Und noch einmal das Ganze. Jetzt habe ich hier das Kabel schon wieder. Und der vordere Kontakt, das ist der, wo der Türkontakt gewesen ist. Dann hier wieder zurück auf das Tor. Dasselbe hier auch. Und der vordere ist der Kontakt von der Tür. Dann nehmen wir uns den hinteren, nicht den Kontakt von der Tür. Verbinden den mit dem unteren. Das machen wir hier genauso, wenn der Kontakt verschwindet. Einfach ein bisschen näher ran. Und hier dasselbe. Nach unten hin verbinden. Dann nehmen wir... Moment. Ah, das war jetzt nicht der Plan. Okay. Die Verbindungen, die können wir jetzt alle wieder rausnehmen. Und die Bodenplatte setze ich erstmal gleich wieder ein. So. So, okay, jetzt einmal aufs Kabel und jetzt sehen wir den Kontakt, der Pfeil, der zeigt nach rechts. Das heißt, das ist unsere Bodenplatte, wie wir sie bauen und hier nach links. Und jetzt brauchen wir die Bodenplatte, diese da. Setzen wir hier an, wechseln auf die Bodenplatte und hier genauso. Dann nehmen wir eine von den schmalen Türen hier. Na, ich hätte die Bodenplatte vielleicht doch weglassen sollen. Ne, da, jetzt. Und so. Dann auch die Bodenplatte hier wieder weg. Das Kabel können wir nochmal lassen fürs Erste. Ja, das ist okay. Dann wieder zurück aus dem Entfernen-Menü raus. Wechseln wieder zurück zur Bodenplatte. Und voilà, die perfekte, auf die Seite gestellte Bodenplatte haben wir jetzt. Dann, damit es übersichtlicher wird, würde ich sagen, nehme ich vielleicht doch die Bodenplatten weg. Ja, die entferne ich. Ist doch besser. Okay, dann geht es auch schon weiter. Jetzt gehen wir allerdings in das alte Menü rein. Einmal drehen. Die Gelenke müssen innen sein. Unbedingt. Ups. So. Und hier auch. Okay, jetzt sieht das natürlich ein bisschen ungeschickt aus. Hier mit dem offenen. Und hier haben wir natürlich momentan noch nichts. Aber das kommt noch. Also mit anderen Worten, die Bodenplatten einfach wieder einsetzen. Aber das machen wir gleich. Denn jetzt gehen wir erstmal hier hin. Entfernen das und das. Das machen wir hier hinten auch. Moment. So, noch eine Bodenplatte hinten dran. So. Die setzen wir uns jetzt hier an. So, dann fangen wir mal an. Wir wechseln wieder einfach auf das Q.
Dann seht ihr, der Kontakt, der ist hier einmal angeklemmt. Und gehen hier rüber. Gehen hier rüber auf diesen Kontakt. Hier dann auch wieder. Gehen auf den äußeren Kontakt. Das heißt, ich kann auch diesen hier nehmen, ist egal. Aber in der Mitte ist auf jeden Fall der, den wir nicht brauchen. Okay. Das Ganze machen wir hier noch einmal. Haben wir den Kontakt? Nein. Jetzt. Den nach unten. Unten brauchen wir das jetzt nicht mehr machen. Das ist gar kein Problem. Das brauchen wir nicht. Und jetzt wieder mit C und X entfernen wir die Tore. Dann, ups, wieder aufs Tor, wechseln aufs Kabel und jetzt wieder das gegenüberliegende. Das wäre hier und das ist der mittlere Kontakt, den nehmen wir nicht. Wir gehen wieder auf diesen Kontakt. Und hier dasselbe, wieder den Türkontakt, den äußeren, also in dem Fall der inneren. Und hier haben wir ja nur den Türkontakt. Dann wieder den schrägstehenden mit diesen hier verbinden. Und da hinten dasselbe auch oder einfach den mittleren mit dem äußeren. Okay. Wenn wir das haben. Wenn wir das haben, nehmen wir das Tor hier weg und die inneren Kabel, die schrägstehenden, die können wir entfernen und diesen hier auch und diesen. Okay, den hier brauchen wir auch nicht mehr und dann gehen wir auf die Bodenplatte. Aufs Kabel. Ups. Den mittleren Kontakt. Okay. Nehmen uns wieder die schmale Tür. Okay. Die Bodenplatte und setzen uns die hier mit dran. Die untere konnten wir ja wegen der hier sowieso anbauen. Okay. Die Kabel, die müssen wir dann später noch entfernen oder das machen wir gleich. Machen uns das hier einmal zu. Okay, sehr schön. Dann kommt das hier erstmal wieder weg. Denn die brauchen wir jetzt nun gar nicht. Und dann nehme ich hier auch noch mal eine weg. So, dann sieht das nämlich auch richtig schick aus. Dann geht es jetzt an die Verkabelung bzw. die Elektrifizierung. Wir nehmen uns den Annäherungsschalter, setzen uns den
von unten her. Einmal hier in die Ecke rein. Oder noch besser, hier in die Mitte. Ja, Mitte ist gut. Das können wir machen. Okay, das heißt zwei Bodenplatten weiter. Weil wir haben ja hier vier Richtungen. Und als Zusatz, damit wir keinen toten Winkel haben, kommt da noch eine hin. Und hier setzen wir uns das direkt einmal nach dort. Ja. Dann einmal aufs Kabel. Gehen auf die äußeren Kontakte von den Toren. Noch einmal. Damit es ein bisschen gerade wird, setzen wir uns das dahin. Das ist so nicht richtig. So. In Kontakt so nah wie möglich an den der Tür. Ja. Auf diesen Kontakt setzen. Das machen wir hier natürlich auch. So. Dann können wir nämlich das hier auch viel schöner machen. Ja, genau. Direkt verbinden. Okay. Dann von hier aus. Einmal noch dort. Okay. Das machen wir natürlich bei beiden Toren. Okay. Dann nehmen wir den Kontakt von dem Annäherungsschalter hier, verbinden den mit dem und dann verbinden wir den mit dem Tor hier unten. Der äußere Kontakt. Beziehungsweise den schrägen. Aber hier möchte ich es trotzdem ein bisschen anders haben. So. Ja. Gut. Okay. Dann brauchen wir diesen Kontakt, verbinden den mit diesem Kontakt und das verbinden wir nach dort. Na. So. Okay, und Strom habe ich schon vorgesorgt, den habe ich mir hergeholt, der ist, der ist hier. Denn damit ihr auch sehen könnt, ich habe da schon Spannung drauf. Das heißt, das habe ich mir von dem Tor dort hinten geholt. Und damit ihr das sehen könnt, ist hier einmal das Kabel. Das brauchen wir jetzt natürlich nicht mehr. Das kann jetzt einmal weg. Ihr habt es ja gesehen. Gut. Und damit das Ganze auch funktioniert, müssen wir das hier natürlich genauso machen. Okay, dann gehen wir auf die Lampen. Und ja, Pink würde ich sagen, finde ich ganz schick.
Ja. Und bauen uns die so weit wie möglich nach unten, dass sie leicht kollidiert. Einmal drehen das Ganze. Möglichst gerade. Das können wir ja an der Außenkante hier ausrichten. Ja, das sollte passen. Ein bisschen runter. Und dann setzen wir uns die Lampe dorthin. Das machen wir jetzt an jeder Tür. Oben und unten. Damit ich nicht ewig drehen muss, mache ich das gleich. Dann einmal das Kabel. Dann sind wir eigentlich soweit fertig. Ja. Wunderschön. Aber hier muss noch der Schalter verbessert werden. So, um das Problem zu lösen, dass die Tür noch mal kurz schließt, weil das einfach nur aus dem Bereich, dass wir kurz raus sind und dementsprechend, dass die dann zugeht, werden wir jetzt noch einmal das hier entfernen. Nehmen uns noch mal einen Annäherungsschalter. Gehen nach unten, suchen uns ungefähr die Mitte, muss nicht genau sein. Ja, den können wir auch so hinsetzen. Perfekt. Ja, das machen wir. Ja, das ist gut. Okay. Einmal das Kabel. Ziehen wir direkt nach hier hinten. Da, wo wir unseren Stromanschluss haben. Das heißt, Moment. Der hintere ist es. Und mit dem inneren gehen wir jetzt auf den. Der hier schräg angebracht ist. Das heißt, unser Kontakt, der ziemlich nah an der Tür ist. Dasselbe machen wir hier natürlich auch. Und ist er das? Ist er das? Ja, das sollte eigentlich sein. Und diesen hier ziehen wir uns auf den. Dann gehen wir wieder den Rennkraftverstärker aufs Kabel und setzen uns das erneut. Und um das jetzt auszuprobieren, laufen wir doch noch einmal durch. Ja. Jawohl, Problem gelöst. Hervorragend. Ah, noch ein Stück weg. Ah. So. Jo, das sieht doch mal richtig schick aus. Wunderbar. So gefällt mir das. Uah. Wunderbar.
Ja, von der Seite sieht man es. Ja. Der Effekt, der ist auch da. Wunderbar. Genauso sollte es sein. Also, dann würde ich sagen, bis demnächst. Ciao.